Im tiefsten Schnee liegt eine Ortschaft, die sich gerade so gerettet hat. Unsere Ortschaft. Das, was ihr hier seht, haben wir alles erbaut. Die Fragezeichen sind nichts Schlimmes. Für ein paar Nachrichten habe ich erhalten, was die Fragezeichen betrifft. Wenn ich hier rübergehe, seht ihr auch immer, was los ist. Keine Arbeiter sind meistens zugewiesen. Oder hier stoppt eine Baustelle, weil wir nicht genug Lehm haben. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Denn wir sind einfach nur derzeit dabei, uns sozusagen über Wasser zu halten. Mit genug Nahrung und Rohstoffen. Erst dann, wenn wir das hinkriegen, die Nahrungsmenge ansteigt. Ich bin zum Beispiel auch gewillt, vielleicht bald ein zweites Feld zu bauen mit einer anderen Gemüseart. Solange halt Nahrung gut dabei ist und wir die Leute hier versorgen können, wir immer genug Kleidung und auch Brennholz haben, ist alles in Ordnung. Da aber irgendwann, also jetzt natürlich nicht, wenn wir allein die Bäume hier fällen, haben wir wieder genug Brennholz, alles gut. Aber irgendwann brauchen wir auch einen Förster, der auch Bäume wieder pflanzt. So, auf jeden Fall sind wir soweit immer noch minus 6 Grad, wir sind im tiefen Winter, wir haben nichts weiter, was wir im Grunde durchziehen können. Das hier wäre schön. Aber das kriegen wir, glaube ich, nicht mehr weg. Weil hier dieser Teil, der kann nicht angehoben werden. Der Teil hier, ja, versaut uns ein bisschen das Entfernen dieses Lochs. Aber es gab ja schon immer mal die Möglichkeiten, dass man aufgrund von Bausünden irgendetwas nicht so ganz hinbekommen hat. Wir arbeiten derzeit an der Steinproduktion auf dieser Seite. Derzeit 18 Steine. Hier hinten ist die Lehmgrube. Derzeit nicht bebaubar. Also nicht, es wird nicht verwendet. Das hier möchte ich noch füllen. Möchte ich eigentlich zumachen. Das können wir, glaube ich, derzeit sogar durchziehen. Können wir das nicht? Ist das zu tief? Mal schauen. Schauen wir mal. Gefischt wird auf beiden Stegen. Trotzdem kommen wir mit dem Fisch derzeit nicht raus aus dem geringen, sagen wir mal, aus dem Nullerbereich. Es wird immer wieder verbraucht, die Leute fressen gut Fisch. Dafür haben wir 174 Fleisch und über 1000 Gemüse. Wir schauen mal ganz kurz, wenn wir ein zweites Feld bauen würden, könnten wir... Na gut, wir könnten tatsächlich Weizen anpflanzen oder Hafer. Weizen wiederum müssten wir verarbeiten durch die Mühle. Die ist echt riesig. Gibt es nicht eine kleinere? Schaut euch das an. Hier der Mahlstein, um Getreide von Hand zu mahlen. Wäre nicht schlecht. Dann können wir Getreide anpflanzen. Das wäre, glaube ich, noch die sinnvollere Methode, weil alleine die Mühle kostet uns 50 Lehm
90 Heu, Holz haben wir, 170 Eisen und 150 Steine. Also das sind Wahnsinnsmengen. Und das ist einfach dieser Ortschaft, das passt nicht in die Größe der Ortschaft rein, die wir hier haben. Ich möchte aber mal was anderes schauen. Ich möchte mal gucken, wie die Häuser aus... Ah, eigentlich können wir ein weiteres Haus bauen. Ein weiteres Blockhaus. Das wäre tatsächlich möglich. Das nächste Feld setze ich in den Norden hoch. Und hier kann ein weiteres Wohnhaus aufgebaut werden. Wisst ihr was? Ich baue gleich zwei. Den Baum hier, den werde ich nicht entfernen. Der gefällt mir. Dahin. Hier werden weiterhin primitive Werkzeuge hergestellt. Und sie hat nichts mehr, weil kein Flachs mehr vorhanden ist. Aber wir sind ja auch bald am Ende des Winters wieder angekommen. Wir müssen da im Grunde nichts weitermachen. Was ist hier los? Das Jagdhaus, genau. Das Jagdhaus ist ja auch im Bau. Stimmt ja. Auch noch 20 Steine müssen noch geliefert werden. Ja, aber das müssen wir anscheinend auch nochmal abbauen. Sieht es mit dem Blockhaus nochmal aus? Was kostet das eigentlich nochmal? 10 Steine. Also wir müssen sogar noch weitere Steine abbauen. Und fürs Jagdhaus wird... sonst nichts mehr. Sehr gut. Also nur noch die 20 Steine. Und dann nochmal 20, weil wir 10 pro Blockhaus abbauen müssen. Dann nehmen wir die. Ich mag es immer, wenn das Wetter besser wird und man die Häuser so schön erkennt. Ah! Wunderbar. Sehr schön. Das Loch haben wir schon mal zuschütten können. Das ist sehr gut. Und da, hieran werden wir uns noch ansetzen irgendwie. Irgendwie kriegen wir das hin. Irgendwie muss das funktionieren. Der Baum, der hier umgefallen ist, ist an Altersschwäche gestorben im Übrigen. Oder durch Sturm oder Schneemengen. So, Holz wird zu den Blockhausbaustellen geliefert. Und ich hoffe, jetzt kommt auch gleich Stein rein. Denn nur mit genügend Stein können diese drei Gebäude fertiggestellt werden. Und der nächste Jäger ist halt echt wichtig. Alleine um die Tiere auch fernzuhalten von unseren gesamten Lagerbeständen. Und ihr seht, wir fallen das erstmal unter 1000 Gemüse. Also wir müssen auf jeden Fall... Wie viel Kleidung haben wir noch? Ich überlege gerade, 26 ist auch nicht mehr viel. Also Flachs müssen wir anbauen. Die Kartoffeln müssen wir anbauen. Nicht, dass wir ins Nahrungsdefizit wandern. Das wäre nicht gut.
Baustellen über Baustellen. Der Stein hier wurde nicht abgebaut. Trotzdem sollten wir jetzt hier wirklich genug Steine mal liefern, damit es losgehen kann. Ich höre doch die ganze Zeit, dass die hier abbauen. Okay, wir haben den Frühlingsbeginn. Werde ich gleich die ganzen Fische abziehen, auf die Felder schicken. So, und sobald jetzt gleich Eis schmilzt, können die Leute auf die Felder und loslegen. So, und hier bauen sie jetzt gerade wieder ab. Ah, haben die Steine dabei? Ja, sehr gut. Ach, unsere Baumeister sind gerade dabei, das Feld zu bauen, weil sie da früher ran konnten, ohne Steine zu nutzen. Ist aber gut. Das Kartoffelfeld wird schließlich gerade hier angepflanzt. Und wie gesagt, Nahrung ist etwas Mangelware. So ein Feld anzulegen, den Zaun zu bauen, das dauert halt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die Bauarbeiter das mal eben kurz so fertig schlunzen. Da vergeht schon einiges an Zeit. Flachs wird angepflanzt von einem. Und einer, ich würde es jetzt mal so behaupten, also wirklich jetzt, also ich finde, einer reicht hier ja schon fast bei diesem kleinen Feld. Maximal zwei. Na, gleich ist es soweit. Und dann können die ganzen anderen Hütten fertiggestellt werden. Die Jagdhütte, die Wohngebäude. Und? Fertig. Hier. Ja gut, ganz ehrlich, die Kartoffeln sind echt nicht schlecht. Wenn die hiermit fertig sind, ich frage mich, ob die jetzt dann, wenn sie damit gleich durch sind, auch hochgehen und da weitermachen. Da
eigentlich wachsen die doch jetzt ohne Pflege, oder? Ja, jetzt geht hier schon einer hoch. Ah, das Jagdhaus steht. Wurde sogar fertig gebaut schon in der Zeit jetzt. Alles klar. Eisen fehlt. Eisen fehlt. Wir stellen hier mal auf 4 runter. Und hier stellen wir auch auf 4. Und hier, da steht es noch auf 3, sehr gut. Okay, das Blockhaus ist gleich auch fertig, da können Leute einziehen. Da ziehen auch gleich Leute ein, Wahnsinn. Wie schnell das doch geht. Sehr schön. Gebäudetechnisch sollte das jetzt schon fast erstmal wieder ausreichen. Wir bemannen wieder die Sammlerhütte und gucken, was passiert. Ja, also, mal schauen, wie lange wir das hier noch hinkriegen. Ich hoffe, wir sind auf einem guten Weg. Vor allem deshalb, weil wir halt jetzt weitere Felder haben. Und ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen bei euch. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald in alter Frische wieder. Macht's gut und bis bald.